Ay, 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 ay. So, wie ging das denn hier nochmal? Ausrüstung. Ah, versuchen wir mal mit der Osho. Äußeres. Schauen wir mal. Wann ist denn hier Schlange, ey? Unglaublich. Noch nie erlebt. Gut, dann lassen wir das. Dann fahren wir mit der Auber. Die hat keine Tarnung, ne? Tarnung? Nur Jahrestarnung. Mit der Oma. Hoffentlich geht das jetzt schneller. Es geht doch. So, Aruba am Start. Und dann auf in den Sonnenuntergang. Reichweite haben wir 10 Kilometer. Damit kann man arbeiten. Wann gehe ich denn auf?
10,5. Jetzt hier. So, ach guck mal, da haben wir doch Kundschaft. Mal an. Hit! Verdammt. Hui. So. Jetzt hat sich die Sache jetzt hier erstmal erledigt, alles zugenebelt. Königsberg, du stehst mir im Weg. Naja, mich sieht er ja nicht. Jetzt fahre ich hier noch fast in seine Kugeln rein. So, gucken wir mal, was hier so rechts geht. Wir haben 10 Kilometer Torps. Können wir sogar noch mal ein bisschen mit reinholzen. Wie, der ist ja... Oh, entdeckt. 4, 3. Ja. Ganz schnell weg hier. Und nicht mehr schießen. Und für wenigstens auch zugehen hier. Wechseln wir weg. Hallo Zerstörer! Oh. Ach, sogar getroffen. Sehr schön. Insel. So, volle Konzentration auf den Zerstörer hier. Bam! In your fucking face. Do you love it? Yeah? Good. You get it. So. Kreuzer halt immer ganz normal Zerstörer jagen. Dabei so ein bisschen immer Gaswinner. Oh, die treffen auch. 1000er. Was haben wir da? Ne, kommt nix.
Der hat sich erledigt. Weiter geht's. Dann wird schon mal B ein. Eine Omaha, die wegfährt. Reichweite. Frage ist, ob die Oma hat, die möchte, glaube ich, da lang. Ja, dann haben wir noch eine Gneise noch. Wir müssen auf den Zerstörer. Ich habe das aufgeklärt. Oh! So, machen wir mal eine Wendung. Laden auf AP. Oh, stehen wir hier ein bisschen bescheiden. Stehen wir hier richtig beschissen. Schnell weg hier. Das habe ich jetzt hier verpeilt. Weil da ein Zerstörer stand. Au. Wir lassen das Ganze hier und verpissen uns jetzt hier wieder. Das war der Dreckzerstörer, der da an der scheiß Ecke steht. Habe ich nicht gesehen. Somit. Ich habe gar keine Reparatur, ne? Sehe ich gut. So bin ich entdeckt. Das ist der Zerstörer in der Mitte. So, die fahren jetzt wieder alle weg. Da ist er irgendwo. Irgendwo da. Ich komme nicht ran. Wir haben keine. Ach, wir haben einen Zerstörer, haben wir noch. Da ist er. Da entscheidet er sich nochmal, ob er was machen würde. Na, endlich! Da hat der Zerstörer mal jetzt hier aufgemacht. Ist gut. Ja, nichts mehr gesehen hier. Oh oh. Da geht er raus. Ja, ich glaube, das verlieren wir. Gucken wir mal, ob wir da hinten auch noch Schiffe haben. Wir werden jetzt aber gucken, dass wir den Zerstörer hier noch finden. Keine gute Runde.
müsste ich. So, dreh dich rein. So. Mono. Jetzt haben wir hier erstmal Ruhe. Jetzt haben wir erstmal so nah an. Aufgeklärt. Da ist er. Schön, schön durchgefahren. Zwei Zerstörer rausgenommen. Bam. So, Zerstörer sind raus. Jetzt nehmen wir erstmal hier B ein. Ja, da ist jetzt leider unser Schlachtschiff auch raus. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ah, es gibt noch mal gut Punkte. So, jetzt haben wir schon mal B. So, die Oma. Mit der Oma könnten wir uns anlegen. Was haben wir denn noch? Ah, die Dinge ist es auch nicht mehr. Gut. AP. Zwölf Kilometer, muss er aufpassen. Geht's auf C. Also wir haben jetzt hier auf A haben wir noch mal zwei Schlachtschiffe sogar. Und dann muss jetzt hier irgendwo kleiner was aufploppen. So. Wir werden uns jetzt noch nicht aufmachen. Gut, schön. So, hier können wir einfach mal pro forma mal einfach mal was hinschmeißen. Jetzt sind wir die volle Breite hier auch mit. Dann drehen wir das ganze Ding hier auch noch und gewinnen das Spiel. Nicht viel Schaden gemacht, aber dann noch mal in den letzten Zügen dann die Zerstörer rausgenommen. Das war jetzt auch schon Gold wert. So, wir dürfen jetzt nicht als Erster ran. Oh, ich habe es aufgeklärt. Da darf ich jetzt noch nicht hinschießen, weil also ich bin jetzt noch nicht so. Aber ich müsste da hinter der Dinge entstehen. Das haben wir 10,5, ne? Jetzt hier muss ich Gas geben, weil na, der dreht ab. Wo will er denn hin? Ist gut.
So. Schießen wir jetzt auch mal hin. Da kriegen wir den jetzt sogar raus mit den letzten Treffern. Ja. So, wir haben jetzt noch einen Kreuzer hinter der der kommt da gleich rum, ne? Ach, ich habe mit AP geschossen. Na gut, dann kannst du auch nicht brennen, ne? Da wir wirklich nichts mehr machen. Ja, ich kann jetzt hier nicht mehr rosa die raus, ey. Müsste seitlich fahren. Noch der Kreuzer. Schön. Oh, noch mein Kill hier. Container, Container sammeln, versuchen wir unser Glück. Da ich im Lotto kein Glück habe, werde ich auch hier kein Glück haben. Ja. Erster Container. Open. Was ist das denn? Vladimir. Okay. Whatever. So, doch das erste Spiel gewonnen. Ging dann doch länger als erwartet. So, wie gesagt, ich bin ja immer der. Ach, wir haben eine Nagato. Haben wir auch noch? Dann fangen wir jetzt erstmal mit der Fuso an. Können wir hier dann noch skillen? Vorrangiges hier. Okay, das wir gerne hier unten hin. Flaggen sind drauf und dann auf. Die gute alte Fuso. Manche lieben sie, manche hassen sie. Ich liebe sie. Ganz innig. Einfach eines der besten Schiffe, die es eigentlich hier so in dem Spiel gibt.
fuhr ein bisschen langsam und man wird relativ schnell gesehen. Aber eine sehr, sehr hohe Reichweite und sehr, sehr große Kanonen. Das macht es dann auch schon wieder raus. Klar, sie ist jetzt nicht so die genaueste, aber wenn sie mal nicht rumzickt, dann ist es schon eine Wucht. Dann könnt ihr auch jedes Schiff Breitseite könnt ihr rausnehmen. Am Anfang lieber ein bisschen langsamer machen. Bis genau das passiert, bis dann mal was gespottet wird, weil wir könnten jetzt hier nämlich schon drauf wirken. Mit 22 Kilometern. Ja, bringen wir uns in Position. So, und dann ist er weg. Jetzt haben wir da hinten noch eine Fuso. Ah, jetzt sind die Flieger weg, okay. Die Warspite, die hat eine gute Flugabwehr. Machen wir hier schon mal die Flak an. Einmal durchschlagen. Aber so eine New York, die ist eigentlich, schon wieder zu. Aber das ist ein Kirov. Da haben wir eine Exeter. Oder ein Schlachtkreuzer, ne? Boah, was nun? Nur ein Kreuzer, weiß ich gar nicht mehr. So. Ich möchte da hinten auf die New York schießen. So, jetzt war hier vorne ein Zerstörer. Kann gut möglich sein, dass hier gleich Torps kommen. Nichts getroffen. Da ist eine Bayern auf 16 Kilometer und Breitseite. Das ist in Ordnung. Da schießen wir doch mal drauf. Sieht gut aus. Ding, 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 ding. Aber nur ein richtiger Hit. So, kriegen wir noch einen Schuss? Das sieht gut aus. Oh, das ist der Motor im Arsch. Einen machen wir ja noch. Und dann. Nicht durchschlagen. Da ist auch der Motor hin. Ist jetzt natürlich genau die falschen Kugeln, aber das sollte reichen. Lass das mal den Papa machen. Der Papa, der macht's gut. Was haben wir da hinten? Wir haben einen Stau. Dann machen wir hier mal weiter bei der Bayern. Schießt er jetzt gerade einen Kreuzer mit AP auf mich? Das sind kleine Kugeln. Natürlich schießt ein Kreuzer mit AP. Doch mal ein bisschen langsam. Ding, 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 ding. Und wieder ein paar Hits. Das Schöne ist, jetzt kommt gleich der Kreuzer rum.
Oh, das ist nicht so schön. Weil die Norm. Aber die gehen vorbei. Hui. Verdammt. So, jetzt sind wir mittendrin. Ja gut, schauen wir mal, dass wir der Fuse jetzt noch helfen. Mir wäre jetzt aber lieber, wenn ich die Kreuzer daraus kriegen würde. Weiter auf die Bayern. Das sieht gut aus. Helfen wir hier mal der Fuso. So, sehr gut. So muss das sein. So, jetzt haben wir da hinten die Normandie. Jetzt holzen wir da auch mal drauf. Aber die ist fix. Jetzt hier vorne ist noch ein Kreuzer. Da ich das jetzt länger nicht mehr gespielt habe, weiß ich gar nicht, ob der Torpedos hat. Oder ob diese Klasse Torpedos hat. Oh, ich bin offen. Das hat mich jetzt aufgemacht. Die New York nicht. Der Flieger auch nicht. Oder doch die Flieger? Ne, kann nur der Kreuzer sein. Nehmen wir erstmal hier ein. Da ist er. Dreimal durchschlagen. So, und das sieht aus, als ob der Torpedo hat. Ja. Oh, dreh schön rein. Oh. Wir müssen diesen Kreuzer da kriegen. Schon mal ein Geschütz weg. Jetzt taubt der Diffusor weg. Schauen wir mal, dass wir jetzt hier die Nürnberg rauskriegen. Muss doch eigentlich passen. Gegnerischer Kreuzer versenkt. Da mal die Geschütze drehen. Noch ein bisschen langsamer. Dann müssen wir uns jetzt hier links noch um den Kreuzer noch kümmern und dann haben wir hier freie Fahrt. Wir wollen natürlich ja jetzt nicht auf Torp-Reichweite oder zumindest, dass er uns torpen kann. Also haben wir jetzt Zeit. Wir haben jetzt 53.000 Schaden gemacht, das ist erstmal in Ordnung. Zwei Schiffe versenkt.
Oder ist die schon raus? Ne, der steht hier hinter. Muss nur noch rauskommen. Was er aber nie will. Was ich auch wiederum gut verstehen kann. Aber okay. Was haben wir da jetzt noch? Ja, gucken wir mal, dass er da jetzt irgendwo noch. Ah, das war's. Hat er sein Dingens gesaved. Schade eigentlich. Ach, wieder eine gute Runde. Wieder ein Container. Flaggen, Flaggen. So. Was ist das denn? Ein Zehner, okay. Könnten auch mal mit der Izumo spielen, oder? Ich habe wohl mit der Izumo noch nie gewonnen, aber. Keine Flaggen drauf. Was soll der Geiz? Kann nur gewinnen. Sofern sich irgendwer das hier anschaut, der darf gerne auch Hallo sagen. Brauche ich nicht so viel alleine reden. AP, so, was haben wir denn hier? Wir fahren von rechts nach links. Fahren wir für eine Reichweite. 21,7. Oh, 4 Zerstörer. Kein Flugzeugträger. Auch schön. Schauen wir mal, wie die Runde hier so läuft. Wenn jetzt genauso läuft wie die anderen auch, dann ist das schon mal ganz gut. Da hat das ANG Mitleid mit mir. Ich bin offen.
Dann wird wohl gleich hier irgendwo was geschosstechnisch kommen. Da hat mich dann hier der Zerstörer aufgemacht auf C. Sag ich doch. Bismarck. Was haben wir denn da noch? St. Louis. Oh. Torpedos auf Steuerbord. Cleveland? Wir sind doch ein Neunergefecht. Okay. Das war die Missouri gewesen. Da habe ich jetzt auch ein bisschen geschlafen, wenn ich ehrlich bin. Gegnerischen Zerstörer entdeckt. Gegnerischen Kreuzer entdeckt. Aber klar. Kommt jetzt auch gerade wieder nirgendwo dran, weil die Reichweite nicht hast. Oder sie hocken hinter einer gottverdammten Insel. Jetzt noch Aufklärungsflieger, aber... Gut, das ist die Aufklärungsliga machen. Treffen tun wir ja noch. Oh, 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 oh. Ach, die Scheiße, der hittet mich auch noch. Breitseite eine Missouri. Ja,
auch wieder nix. Immer schön brennen lassen. Reparieren kann man später noch. Reparieren. Jetzt nehmen wir hier erstmal die Missouri raus. Okay, wir gehen jetzt gerade unsere ganzen Zerstörer raus. Viel hat er nicht mehr. Bin entdeckt, das ist nicht gut, weil die anderen mich dann sehen können. Scheiße. Wie gesagt, mit der Izumo. Nie das Glück gehabt, mal zu gewinnen. Mehr Schaden als so. Dreh rein, dreh rein, dreh rein, dreh rein. Ach, gut. Ein bisschen Glück muss der Mensch auch noch haben. So, schießt da irgendeiner noch auf dieses gottverdammte Schiff? Da will keiner drauf schießen. Nein, wir pimmeln da hinten rum und erfreuen uns den Sachen, die wir nicht haben. Das gegnerische Team steht kurz vor dem Sieg. Ja, das war's. Kriege nur einen Schuss, kriege noch raus. Vielleicht kriegen wir die Pommern ja doch noch versenkt. Ja, ja, das sollte reichen, glaube ich. Oder Pommern nicht. Aber jetzt. Immer noch nicht.
Ist das RNG nicht mit dir? Ich weiß auch nie, was die da gemacht haben. Anstatt da mal auf das Schiff zu schießen. Ich verstehe es nicht. Unglaublich. Der Zerstörer schießt nicht. Hätte er wenigstens mal einen Brand stecken können. Boah, ey, da kriegst du schon wieder die Röhne, wenn du sowas siehst, ey. Ich weiß schon, warum ich damit aufgehört habe. Ist genauso, weil ich diese Deppen da immer habe im Team. Ah. So, New Mexico. Nehmen wir die kleinen Tiere. Da geht das ein bisschen besser, glaube ich. Schauen wir mal, was wir mit den New Mexico reißen. Mitte wäre besser. Wir sehen wir erstmal noch nichts. Auf C ist was drauf und kein Zerstörer. Alle Zerstörer sind auf E.
Komm. Da vorne mal schießen. Der ist kalt. Guck mal, da kommt noch eine Königsberg rum. Hat das so viel gebremst, ey. Gegen die Colorado ist halt ein bisschen. Das ist wie so ein Ritter auf der Rasierklinge. Na, guck mal, da ist der Zerstörer. Da hinten haben wir noch eine Helena. Gucken, ob wir da dran kommen. Okay, wir hatten da mal eine Helena. Die Colorado. Weiß ja geil, was die macht. Drehen wir wieder ein. Immer den Bug vorhalten. Na, bei den Amis Borg vorhalten. Borg. Bug, nicht Borg. Dann habt ihr da schon mal jetzt nicht so arge Probleme. Ich glaube, das ist etwas zu weit vorgehalten gewesen. Der hat nämlich abgestoppt. Nee, passt. Ach ja, immer das Warten auf die, bis es geladen ist. So, jetzt machen wir auch mal hier diesen Inselcamper. Wo ich da jetzt aber keinen Bock drauf habe. Schaut dann aus. Ja. Liegen schon mit zwei in Front, das ist gut. Dann ist auch New Mexico und die Colorado. Ist schon mal auf 16 Kilometer ran. Je näher, umso besser. Aber da ist eine Helena. Kreuzer kriegen wir schneller runter. Jetzt dreht das Sauf hier rein. Klar, gönn dir. Zielt auch noch auf mich. Drehen wir erstmal ab. Kriegt ja nur den Arsch zu sehen. Ach, die guckt gar nicht auf mich, das ist auch gut. Aber wir müssen hier auf die Kreuzer. Ja. Kommt die Panzer hier mit Krümeldingern davon. Ja, die ist raus.
mal wieder reindrehen hier. Oh Mann. ANG ist hier nicht gerade mit uns. Wir machen hier keine Schäden. Aber was ist denn mit ihr? Kommt sie raus? Will sie raus? Die hat Angst. Mal durchschlagen. Jo, Lins abgefackelt. Ach, guck mal. Zerstörer. Na, na, nimm ihn, nimm ihn! Gut, doch. Gegnerischer Kreuzer zerstört. So. Wo ist der Dreck? Fucking Zerstörer. Der wird wahrscheinlich abgedreht haben, ne? Jetzt nehme ich nicht, wo der gottverdammte Zerstörer ist. Der ist wohl hier, aber der zeigt sich noch nicht. Ja, ja, ganz entspannt, ganz entspannt. Genau, das hatte ich mir nämlich gedacht, da kommt er irgendwo von da. Jetzt fahren wir erstmal weg. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich einen fangen müssen. Der Zerstörer, der hilft nicht. So, fahren wir halt weg. Wir brauchen hier Unterstützung, anders funktioniert das ja nicht. So, guck mal. Auch hat er sofort gelöscht. Da ist der Kackzerstörer. So, lad, 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 lad. Jetzt schnell weg hier. Das sind aber auch so Zerstörerfahrer, die nicht mitdenken und auf null reagieren. Das ist halt immer schwierig hier, diesem Match. So, wir ziehen uns jetzt hier zurück. Müssen uns erstmal noch mal ein bisschen hochheilen.
Und da hinten haben wir jetzt noch einen Kreuzer, da hinten haben wir noch zwei Schlachtschiffe. Wir haben jetzt noch eine Colorado und eine New Mexico. Oh. Klimpert mal das Schiff mal hier wieder zusammen. Ja, wir haben noch eine volle Nürnberg, eine Gato haben wir auch noch. Und wir haben hier noch eine King George. Ich bin jetzt hier der, der hier relativ wenig hat. Hier hat zwei Schiffe versenkt. Die Runde werden wir auch gewinnen. Ganz entspannt. So, da haben wir die Fidschi. Ui, das war... Hat er dem da direkt mal eine Zita geballert. Sodele. Gefecht endet in 5 Minuten. Na, da haben wir hinten haben wir die Colorado, aber hinterm Ding jetzt der Telefonator. Läuft bei dir. Unser Sieg ist in Sicht. Die King George. Ich sag mal so, wenn ich jetzt hier einfach nur noch lebend rauskomme, ist alles gut. Leider gar nicht so viel Schaden gemacht. Oh, guck mal. Reindrehen, sofort reindrehen. Ach ne, der hat schon geschossen. Das ist gut. Oh, 6000. Oh. Wer schießt denn da mit HE? Ach, die New Mexico. Bye bye New Mexico, ich bin hinterm Felsen, hinter einer Insel. Ja, wieder ein Sieg. Patsch. Halt auch immer, dass diese Matches hier, die gehen immer so extrem lange. Jetzt würde mich mal eben mal interessieren, was überhaupt von der Kohle überbleibt. Ach, hätte ich ja auch gucken müssen. Ja. Was ist er denn? Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Teambewertung. Was bleibt denn dann da unterm Strich über? Oh. Wenn ich dann immer solche Runden habe, kann ich gar nicht pleite gehen bei 95 Millionen. That is a ding. Nicht möglich. Gibt es denn überhaupt noch GGW? Versuchen wir mal unser Glück. Ja, freie EP, braucht kein Schwein. Ja, die Montana, die hat, ach ja, ist ja auch ein Zehner. Was mit dem Ben jetzt spielen? Graf Speer habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Puh.
Permanent, das ist gut. So. Gehen wir mal ran. Kilometer. Haben wir ihn auf der Prinz Eugen. Oh Gott. Aber schön Lot hier. Love it. I love it. Oh, da hat schon ein Zerstörer einen auf den Sack gekriegt. Ja, hier ist ja wenigstens auch schön, dass die Geschütze sich relativ schnell drehen. Wie ich denn hier im Achter? Im Achter? Wann gehen wir denn auf? 12,7. Ist okay. Ah, Torpedos sind auch ready. Kansas, 16 Kilometer Feuerreichweite. Die gute alte Grass Bay. Na, guck mal an. Damit er mir jetzt hier nicht verschwinden kann. So, wollen wir mal immer kurz mal hier drehen.
landen wir mal wieder auf HE. Jetzt haben wir hier schon mal ganz gut weggeräumt. Kein Hit kassiert, das ist auch schon mal. Ja, sind jetzt alle aus der Reichweite. Da haben wir noch eine Kansas. Da haben wir noch einen Zerstörer. Wenn sie an Breitseite steht, könnte ich dann sogar mit AP schießen auf die Kansas, aber ich glaube. Kansas jetzt rum. Zählt auch nicht auf mich, das ist gut. Können wir umladen und dann. Ah, einer entdeckt. Ja, setzt jetzt auf mich. Oh, einmal schön bremsen, bitte. Sehr schön. Soll gehen. Nee. Da. Gucken, was wir einen Kreuzer da rauskriegen. Ah, sicher, sicher, sicher! Hey, kriegst du erstmal direkt eine Zitadelle, ey. Einfach mal aus dem Nix. Noch eine. Quatsch. Oh, Insel. Er darf nur hier auf mich schießen, das ist alles. Oh. Okay. Machen wir so. So, können wir wieder reindrehen. Können wir sonst mal umladen? Hier ist ja nichts mehr, ne? Schauen wir mal, dass wir den hier in Brand stecken.
Es ist ausgeglichen. Können wir da noch was abgrabbeln? Das sieht ja, glaube ich, ganz gut aus, ne? Was haben wir denn jetzt hier noch? Zwei Schlachtschiffe. Diese. Immer schön brennen lassen, danach könnt ihr immer noch reparieren. Oh, da hinten haben wir noch eine Tirpitz. Das gewinnen wir auch. Mein Gott, heute ist ja... Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Unser Team hat die Führung übernommen. So, gehen wir mal auf AP. Seitlich an ihm.
Okay. So. Vier Schiffe versenkt. Lot hier, Lot hier, mit Lot hier. Müssen wir nochmal immer kurz mal hervorheben. Macht man da ja auch nicht alle Tage. Was haben wir jetzt hier noch? Jetzt noch mal die Hosche probieren. Na, machen wir jetzt noch mal eine Runde. Oh. Flugzeugträger und dann irgendwo erstmal Pause machen. So, wie ging das denn nochmal? Kann man nicht wieder zu seinem Schiff hier auch zurückkehren? War das nicht so? So, gehen wir zum Schiff zurück. Ich sollte mal. Man konnte doch hier. Wo bin ich denn? Da bin ich. So, so. Ah. Oder wir machen das hier. So. Jetzt nehmen wir mal die drei.
So, wo wollen wir hin? Oh ne, da ist doch genug. Okay. Ja, ich sag mal so, Flieger fahren, Flieger fliegen mache ich nicht so oft. Bis gar nicht. Ja, läuft. Nicht. Unser Team hat die Führung übernommen. Schauen wir mal, vielleicht geht das ja irgendwie mit Torpedos ein. Muss ich das hier gedrückt halten? Einer! Och Mann! Unser Team hat die Führung übernommen. Fahr mal da. Sehr schön. Oh, da noch Wasser irgendwo. Wir fahren dann auch dahin. Wie kann man das denn machen, dass man alle abwirft?
Schmeiß immer nur einen ab. Träger steht, ne? Hallo Hermes. Unser Sieg ist in Sicht. Ja, fahr dich fest.
Meine Fresse, ey, da gibt's doch nicht. Ja, da muss ich noch mal gucken. Ich weiß nämlich nicht, wie das geht. So. Für mich war das jetzt erstmal. Vielleicht bis später. Ciao, ciao.